Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute den nächsten Mad Mouse für euch. Heute geht es um den Smurfies Dinner. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Smurfies Dinner. Was soll das Ganze sein? Candy und ein Bärenmix. Interessante Mischung auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob man diesmal mehr rausschmeckt als bei dem letzten Mad Mouse, den wir hatten. Der hat ja einfach nur nach Minze geschmeckt, aber der war trotzdem ziemlich geil. War eine nette Minze. 16,90 € kostet das Ganze für 200 Gramm. Wir blenden euch direkt mal den Kopfbau ein. Da seht ihr Schnitt und Feuchtigkeit. Sehr heller Tabak, sehr schön geschnittener Tabak, ist so mittel bis fein und Feuchtigkeit auf jeden Fall gut. Also ne, sah auf jeden Fall top aufgenommen aus, die Molasse. Gefällt mir ziemlich gut. Von daher würde ich sagen, kommen wir zum Geruch. Ihr guckt euch bei mir noch die Wolken an und dann schauen wir mal. Grüße geht an der Stelle doch raus an den Nick, der uns den Shot dagelassen hat. Sehr, sehr nice, vielen Dank. Es ist ein bisschen komisch, also es ist auf jeden Fall eine Waldbeere am Start, aber die ist sehr, sehr künstlich. Also sie ist auf jeden Fall nicht auf dieser natürlichen Seite. Candy, so eine Süße, ja vielleicht, aber trotzdem irgendwie riecht der eher mehr herb, also nach einer herben Waldbeere und nicht so wirklich süß. Also wenn da jetzt Candy drin ist, würde ich mir eher vorstellen, dass er ein bisschen süßer riecht, aber tut er jetzt nicht. Ich finde schon, dass er relativ süß riecht, aber geruchlich kommt auf jeden Fall keine krasse Süßigkeitennote oder sowas rüber. Einfach so eine leichte Süße, aber das könnte genauso gut auch von einer süßen Frucht kommen. Beere? Ja, eine sehr künstliche Beerennote, würde ich sagen, aber riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Also sehr, sehr künstlich, ich würde sagen, vielleicht so eine Süßigkeiten-Beere und nicht Süßigkeiten und Beere, aber riecht... Ja, riecht verdammt lecker, muss ich sagen. Der letzte Mad Mouse war ja auch schon extrem krass. Rauch sieht man, denke ich, nebenbei. Das geht auf jeden Fall mega klar. Wie findest du den geschmacklich so? Also geschmacklich kommt auf jeden Fall die Süße definitiv besser rüber. Es ist weiterhin so eine eher ja, künstliche Waldbeere. Gepaart mit so einer, ja nicht wirklich Candy-Süße, aber schon so eine Süße, die dabei ist. Herb ist ja jetzt mittlerweile im Geschmack nicht mehr, also es ist wirklich so eine süße Waldbeere, weiterhin künstlich, aber trotzdem lässt sich auf jeden Fall angenehm rauchen, schmeckt ziemlich gut. Ja. Am Anfang fand ich ihn, hat er ein bisschen gedrückt, also da war so keine Ahnung, die ersten 5 Minuten lief halt nicht ganz so rund, aber mittlerweile auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Süß nach Beere, weniger... Oder also noch süßer im Geschmack als im Geruch, finde ich. Was eigentlich meistens andersrum ist bei den meisten Tabaksorten. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Eine Candy-Note schmecke ich wieder nicht raus. Dafür eine leckere, süße Waldbeere oder Wildbeere. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ja, ist aber wieder so, der letzte Mad Mouse, den wir hatten, das sollte ja Eisbonbon und Minze sein. Eigentlich hat der fast nur nach Minze geschmeckt. Eine sehr geile Minze, aber halt fast nur Minze. Und irgendwie ist das bei dem wieder so, also Candy, weiß ich nicht, könnte man irgendwie ganz klein noch hinter die Waldbeere schreiben, aber hauptsächlich schmeckt der einfach eine sehr süße, sehr leckere Waldbeere. Gefällt mir ziemlich gut, ich mag Bärentabak auf jeden Fall und der ist auch ziemlich nice. Wie viele Sterne würdest du geben? Ich würde dem 8 Sterne geben. Also ist grundsolide, haut mich aber nicht vom Hocker und dadurch, dass die Candy-Note fehlt, naja. Ja, also bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich sogar tatsächlich mit den Sternen. Also ich würde auch sagen so, er könnte auf jeden Fall mehr diese Candy-Note vertragen. Dann wäre er auf jeden Fall wirklich mehr als 8 Sterne. Aber so wie er jetzt momentan aktuell ist, ja, mit 8 Sternen freue ich mich auf jeden Fall an. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Könnte man des Öfteren auf jeden Fall rauchen. Ja. Ist aber nicht so, dass es mich komplett aus dem Hocker reißen würde, wo ich jetzt sagen muss, ich muss davon noch mehr kaufen. Ich würde sagen, so ja, für den, keine Ahnung, 1-2 Köpfchen in der Woche würde es langen, aber jo. Mehr auch nicht. Ja, bei mir ziemlich ähnlich. Ich würde mir davon auch mal wieder ein Döschen holen, beziehungsweise ich würde mir davon auch mal eine Dose holen, weil es ist schon ein echt leckerer Waldbeere. Waldbeere, habe ich jetzt Wald und Wildbeere gemischt. Nee, ist ein leckerer Bärentabak auf jeden Fall. 8 Sterne schließe ich mich an.
Leute, wenn ihr auf Waldbeere steht, könnte euch das ziemlich begeistern, würde ich sagen. Und dann soll es das mit dem Review auch schon wieder gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, einmal Video rausschicken an die Shisha-Freunde und dann bis zum nächsten Video, eure Shisha-WG. Ciao.